Alright, herzlich willkommen zu Maggies Boulevard. Berlin hat mehr zu bieten als Kneipen und nen Park. Das Industriegebiet, das schöne Heimatlied, den Wikipedia-Eintrag. Lauter nette, liebe Leute, die wohnen in dieser Stadt. Wo es keinen gibt, der dich nicht liebt, wenn er dich im Herzen hat. Das ist Berlin, Berlin, mein Berlin. Du bist mein Hauptgewinn, ganz egal wo ich bin. Ich habe Heimweh nach Berlin. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu Maggies Boulevard. Mein Studiogast heute, Lennart Streicher, ein Entertainer, der seine Dean Martin Show mitgebracht hat. Berlin, du alte Pflanze, du hast aus dir schon was gemacht. Ob arm oder reich, das ist hier jedem gleich. Mann, wer hätte das gedacht? Bist nicht kaputt zu kriegen, in deine Füße liegt Musik drin. Ich will am Kudamm stehen, unter Linden gehen. Hauptsache in Berlin. So ist Berlin, Berlin, mein Berlin. Du bist mein Hauptgewinn, ganz egal wo ich bin. Ich habe Heimweh nach Berlin. Berlin wird wunderbar bei Maggies Boulevard. Hier bei TV Berlin. Und jetzt geht's los. Wow. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen, wie gesagt, hier bei Maggies Boulevard. Und zum ersten Mal kriege ich meinen Jingle live eingespielt und das Ganze von dem großartigen Entertainer Lennart Streicher. Ich bin froh, dass du da bist. Hallo Lennart, grüße dich. Hallo Maggie. Du bist ja, du hast den Swing im Blut, den Dean Martin und vieles mehr. Ich habe dich vor wenigen Tagen auch schon in der Berliner Schnauze erleben dürfen mit deinem Dean Martin Programm, mit deiner Band. Woher kommt dein Temperament? Wo mein Temperament kommt? Von ganz frühen Tagen schon. Ich glaube, meine Familie hat auch schon immer Musik gemacht. Meine Mutter hat auch Gesang studiert. Und das Temperament, das kommt aus der Leidenschaft zur Musik. Als ich Dean Martin das erste Mal gehört habe und Elvis, da wusste ich, es war um mich geschehen und daher kommt die Leidenschaft. Also die Musik bringt die Leidenschaft. Elvis, du, weißt du, dass Elvis und ich etwas gemeinsam haben? Sag. Wir sind beide am selben Tag geboren. Also nicht im selben Jahr, liebe Gäste, aber am selben Tag. Also there is some Elvis in the house. Da ist natürlich die Verbindung schon hergestellt. Ja. Hast du was von Elvis für natürlich. Uns? Well, that's all right, Mama. That's all right with you. That's all right, Mama, the chain where you do. Well, it's all right. Well, it's all right. Well, it's all right, my Mama, any way you do. Wow. Also, du magst. Du bist ja wie eine Jukebox, ne? Also man kann dir sagen, was man möchte und du spielst. Das ist ja großartig. Du bist mit deiner Band unterwegs, mit einem Dean Martin Programm. Mhm. Aber jetzt gehen wir ein bisschen zurück. Wie hat denn das bei dir angefangen? Ich meine, irgendwann hast du doch gesagt, jetzt muss ich auf die Bühne. Wann hast du zur Gitarre oder spielst du noch andere Instrumente? Ich spiele auch noch Klavier und ich habe mit 12, 13 angefangen, auf der Bühne zu stehen. Bei den ersten Faschingspartys und Silvesterpartys wurde ich eingeladen mit Gitarre. Und da gibt es Fotos, wo ich wirklich schon genauso dastehe, wie ich heute auch auf der Bühne stehe. Also ich wusste mit 13 wohl schon, wo die Reise hinführt. Und angefangen habe ich aber mit musikalischer Früherziehung mit 5 Jahren. Mhm. Zehlendorfer Musikschule mit Klavier und Keyboard. Und dann kam dann irgendwann die Gitarre dazu. Genau, du bist ein Berliner, yes. Ein waschechter Berliner und du hast uns auch eine sehr schöne CD mitgebracht, liebe Gäste. Ich zeige Ihnen die hier einmal. So sieht das Ganze aus und das sind sehr schöne Titel drauf. Ich habe schon einen gesehen hier, Schuld war der Mond. Was war denn mit dem Mond los? Es ist ja, wenn man dann in so einer nach so einer durchzechten Nacht nach Hause kommt, braucht man ja irgendeine Ausrede. Und in diesem Falle ist die Ausrede der Mond. Der Mond ist schuld
an dem, was vorher passiert ist. Und den Rest hört man im Song. Ich habe ja immer so einen Trinkspruch. Lieber Mond, du hast es gut, du hast keinen Grund zur Klage. 12-mal im Jahr bist du nur voll und wir sind's alle Tage. Ja. Na ja, so ein kleiner. Ja. Dann hattest du also musikalische Früherziehung. Mhm. Und wann hast du dann die Schritte in die Selbstständigkeit gemacht? Wann bist du auf die Bühne gegangen und hast gesagt, jetzt machen wir es professionell? Schon während der Schulzeit. Ich habe immer in der Schulband, damals in der Paul-Nartop-Schule, in der Big Band schon gesungen. Und da habe ich auch die Liebe zur Big Band Musik und zum Swing und zum Frank Sinatra, Dean Martin, eben entdeckt. Und da haben wir bei den Schulkonzerten, war ich natürlich immer parat. Und dann gab es die erste Band, die Peppermint Dandies. Und die waren, das war die erste bekannte Band in Berlin. Wir haben immer im Quasimodo gespielt, 2-mal im Monat. Und da fing die ganze Sache an. Das war während der Schulzeit noch. Also ich habe noch während der Schulzeit eigentlich schon mehr Musik gemacht als Schule. Das war damals schon so. Ja, aber das ist ja meistens so. Also der Ton macht die Musik. Ich bin ja auch so eine Art Zauberflöte, so musikalisch. Also wenn ich mich ausziehe, geht der Zauber flöten. Aber jetzt haben wir unsere Gäste ja schon so ein bisschen auf deine Dean Martin Show hungrig und heiß gemacht. Und ich würde mal sagen, ich schalte die Keule scharf und wir gehen rein. Here we go. Trailers for sale, nor rent, rooms to let, 50 cents, no phone, no food, no pets, ain't got no cigarettes, so that's 2 hours of a pushing broom by the 8 to 12 for bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Third box got midnight train, destination Bangor, Maine. Old worn-out seats and shoes, oh, don't pay no union dues. I smoke old studies I have found, sure but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. King of the road, king of the road. Oh, das ist ja Wahnsinn. Da fließen aber die Säfte von der Mutti. Also das ist ja unglaublich. Also ich bin schockverliebt, ich muss es wirklich sagen. Also es ist großartig. Und es gibt ein neues Projekt, das heißt, es ist bald nicht nur du, sondern du hast einen wunderbaren Partner, Christoph Schobesberger, an die Seite bekommen und ihr plant etwas ganz Neues. Und was kommt auf uns zu? Wir machen eine Dean und Frank at the Bar Show, also fernab vom Rat Pack, was man ja kannte, was man auch mal wieder sieht unterwegs auf Tournee, machen wir sowas bisschen Kammermusikalisches. Frank Sinatra, Dean Martin verband Zeit ihres Lebens eine sehr enge Freundschaft. Und wir bringen so ein bisschen die Geschichte dieser Freundschaft auf die Bühne. Wir erzählen das an einer Bar, natürlich, stilecht mit, nicht mit Wasser, sondern dann natürlich mit Whisky. Na ja, ich hoffe, nächstes Mal, wenn ich hier eingeladen bin, bekomme ich dann auch meinen Whisky. Ja, habe ich dir versprochen. Weil mit Whisky redet sich ganz viel, natürlich viel, viel lockerer auf jeden Fall. Aber Wasser ist auch gut. Und zwischendurch gibt es Songs von den beiden aus der ganzen Zeit, wo die halt gesungen haben. Und es wird viel erzählt im Detail. Es gibt Informationen, die, glaube ich, viele Leute noch einfach nicht wissen von den beiden, die man so ein bisschen Background wissen. Und ich glaube, da gibt es auch ein paar sehr, sehr interessante Sachen. Wow, also die... Und das machen wir am 10. März im Berliner Schnauzetheater. Ist sozusagen die Premiere. Abends und ich bin mal gespannt. Das ist ein völlig neues Konzept und bin gerade am Texte lernen. Du hast mir einen Auszug davon schon rübergeschickt. Ja. Also ich kann Ihnen nur sagen, es ist großartig. Es ist, wie du es schon sagtest, eine Geschichte über die Freundschaft von den beiden. Mhm. Dann natürlich noch die Kombination in der Berliner Schnauze. Ich bin ja sowieso ein Riesenfan von diesem wunderbaren Theater. Ist das nicht toll, was Josephine Strebe-Kellner und Johannes Hallervorden da ins Leben gerufen haben, dieses wunderbare Theater.
Man hat als Künstler überhaupt keinen Platz. Also die Garderobe ist so groß wie die Briefmarke. Aber die Atmosphäre ist einfach unbeschreiblich. Ja, naja, und ich hätte mich ja dann auch Sammy Maggie Jr. noch als Dritte angepasst, angeboten. Dann wären wir ja The Rat Pack gewesen. Yeah. Da hätten wir Lady the Tramp machen können. Hätten wir machen können. She gets too hungry for dinner at 8. She loves the theater, but never here comes late. She never bothers with anyone she hates. That's why the lady is a tramp. Make you sing it. All right. Ich bin zu hungrig für Hunger-Diät. All right. Komm im Theater selten zu spät. Sag, was ich denke, was alles verrät. That's why the lady is a tramp. Back to you. Also wunderbar, Las Vegas hier in Berlin mit dir. Was sind so die nächsten Ziele, die nächsten Konzerte? Was planst du für dieses Jahr? Also Maggie, ich glaube, ich muss dich einladen zu einer dieser Red Pack oder zu einer dieser Dean End oder vielleicht zu meiner Dean Martin Show. Ja. Weil so schön, wie du gerade gesungen hast, das muss ich natürlich, das, ich glaube, das kommt im Schnauzetheater sehr gut. Du, stell mich lieber hinter die Bar, da haben wir alle mehr davon. Weißt Nein, du? Aber ich glaube, das kommt sehr, ich glaube, das wird echt ein Hingucker. Ich spiele doch nur sehr gut Grammophon. Also das ist aber, was soll ich sagen? Ich bin so happy, dass du hier bist. Jetzt habe ich natürlich eine Frage. Was ist dein Geheimtipp für unsere Berliner? Also oder für die Touristen, die nach Berlin kommen? Abgesehen jetzt von unserem Lieblingstheater der Berliner Schnauze. Wo fühlst du dich besonders wohl in unserer Stadt? Oh, da gibt es ja so, je nachdem, welche Bar oder welcher Club. Ich bin ja sehr gerne, also wir spielen ja seit 10 Jahren mit der Band oder seit 14 Jahren mit der Band eigentlich schon im Yorkschlösschen in Kreuzberg. Und da sind wir auch wieder im nächsten Jahr regelmäßig, mal einmal im Monat. Und das ist so zum Beispiel so ein Club, den gibt es schon fast 100 Jahre. Selbst der, der Chef macht schon fast 40 Jahre, der Olaf Demloh. Und das ist auf jeden Fall, Yorkschlösschen ist der Jazz-Blues-Swing-Club in Berlin, würde ich mal sagen. Weil da wirklich jeden Abend Live-Musik ist. Also da kann man sehr gut Musik genießen beim Bier. Aber wenn ich jetzt einen Whisky Sour trinken würde, dann würde ich in die Galander Bar zum Beispiel gehen. In der Großbärenstraße. Also Galander Bar finde ich super. Die auch oben Stutti, die Galander Bar. Da kann man sehr gut sitzen und gute Cocktails trinken. Da bin ich auch gerne. Also jedem, der nach Berlin kommt, kann ich nur empfehlen, da mal vorbeizugehen. Und ansonsten natürlich, gibt natürlich eine Menge Theater. Es gibt natürlich, gibt so viel zu gucken natürlich. Wo gehst du denn hin, wenn du abends weggehst? Oh, ja, erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Naja, also ich bin natürlich ein großer Fan von der Friedrichstraße, weil ich da immer so direkt am Palast quasi loslaufe. Die haben ja auch diese wunderbare Revue. Mm. Aber die wollten mich nicht haben. Die haben gesagt, meine Beinchen gehen nicht hoch genug. Stell dir mal vor. Aber lang genug sind sie, oder? Ja, lang genug schon. Aber die müssen dann auch irgendwann in eine Position, wo mein Chiropraktiker sagt, da kommst du nicht mehr hin. Und ich liebe es unter den Linden. Jetzt, wo man, wenn man vom Stadtschloss so richtig zum Brandenburger Tor vorgeht, es ist so eine schöne, Flaniermeile geworden. Ne? Und außerdem halte ich dann sowieso immer im Adler und bei meinem Juwelier leicht. Da haben sie bei mir schon eine Drehtür eingebaut, dass ich da wieder rein und raus kann. Stammkunde. Aber den Afternoon Tea im Adler und das ist dann so als Abschluss, weißt du, wenn du vorne, du fängst in der Friedrichstraße an mit Shoppen und dann läufst du so langsam nach vorne und dann kommst du da irgendwann an und so. Das ist dein Revier. Das ist so mein Revier, mein Jagdrevier. Okay. Ja, du jagst natürlich mit deiner Band. Mhm. Wenn man deine Auftritte verfolgen möchte, wo kann man dich sehen, wo kann man dich verfolgen? Wir sind also wirklich deutschlandweit unterwegs, aber in Berlin vor allem regelmäßig im Yorkschlösschen in Kreuzberg, wie gesagt, dann im Loki Loft in Reinickendorf, in diesem Jazzclub Loki Loft, da spielen wir auch regelmäßig. Und ansonsten sehr viel eben auch bei Events, bei allen möglichen Events. Daher kenne ich natürlich auch die unteren Linden sehr gut, weil wir auch bestimmt gefühlt in jedem Hotel schon, wir haben zweimal Bundespresseball gespielt oder ich habe
x-mal die Presse bei normalem Interconti und ganz verschiedene Bälle gespielt. Ich habe jahrelang im Westin Grand Hotel gespielt. Das ist ja auf Friedrichstraße. Mit dieser riesigen Treppe. Genau. Liebe Zuschauer, genau. Geht diese Treppe runter. Das ist unglaublich. Das geht einfach nur rein, geht die Treppe rauf und dann schreitet ihr wie Elizabeth Taylor oder wie Julie Garland diese riesige Treppe rauf und runter. Mhm. Und ich glaube aber, dass wir uns so ein bisschen noch auf die Swing Time und auf dich einstellen. Du hast gerade gesagt, wir hatten Elvis, wir hatten Frank, da möchte ich hin zu Frank Sinatra. Dino hatten wir. Dino und Elvis, genau. Dino, ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen Frank Sinatra. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute mein Studiogast warst. Immer gerne. Gäste. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Oh, I do. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. I said in other words, Maggie, I said in other words, in other words, I love you. Ja, liebe Freunde, das war's heute von Maggies Boulevard mit Lennart Streicher. Und ich freue mich, wenn wir uns bald irgendwann hier wiedersehen bei TV Berlin. Berlin hatte mehr zu bieten als Kneipen und nen Park. Das Industriegebiet, das schöne Heimatlied, den Wikipedia-Eintrag. Lauter nette, liebe Leute, die wohnen in dieser Stadt. Wo es keinen gibt, der dich nicht liebt, wenn er dich im Herzen hat. Das ist Berlin, Berlin, mein Berlin. Du bist mein Hauptgewinn, ganz egal wo ich bin. Ich habe Heimweh nach Berlin. Berlin ist wunderbar, hier bei Maggies Boulevard auf TV Berlin.